Herzlich willkommen bei Sea of Stars. Das PlayStation Plus Spiel für Premium extra kostenlos zum Download. Jetzt hier eine Folge erstmal auf meinem YouTube-Kanal. Hier, ich begrüße euch. Mein Name ist Christian Ische 3000 und ja, eigentlich habe ich das Spiel überhaupt gar nicht im Bild gehabt oder im Blick gehabt sozusagen. Laut von meiner Freundin aus ChickenLP hat sie das mal mir gezeigt und sagt, hey, das sieht doch mal interessant aus. Und heute hat Mabsa das Spiel auch gespielt und er ist sehr begeistert von diesem Spiel. Und deswegen sage ich einfach mal, ich gebe dem Spiel einfach mal eine Chance und mal gucken, wie weit wir kommen und ob mir das Spiel zusagt. Ich habe nichts gegen Pixel Games, wenn die schön in der Optik zusammen auch passen. Es gibt ja auch noch andere schöne Spiele, die auch ein bisschen Pixel und Neuzeit zusammen vermischen tut. Aber mal gucken, ob dieses Spiel hier, ja, auf jeden Fall von Sabotage Studios einen Punkt bringt, wo man sagen muss, wow, okay, aller Art Final Fantasy oder sonstige andere Spiele, die es in rundenbasierten Kämpfen gibt. Ob das wirklich dann das mitbringt, wo man sagen muss, hey, das macht auf jeden Fall Spaß, weil früher hat man immer gerne gespielt, weil die Musik und alles gut zusammengepasst hat. Ob das hier auch zusammenpasst, werden wir sehen. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal eine Taste. Machen, gehen wir einfach mal auf Optionen, Sprache auf Deutsch. Es wird nur Untertitel geben. Dialogstärke. Achso, das ist das Geräusch. Okay, alles klar. Steuerung lassen wir einfach mal. Vibration können wir ausschalten. Brauchen wir jetzt nicht. Und let's go. Sea of Stars hat zwei Hauptcharaktere. Wähle aus, wer die Gruppe anführen soll. Dieses kann später geändert werden und hat keinen Einfluss auf die Geschichte. Wir haben Valerie oder Valerie, keine Ahnung, oder Zahle. Ich würde eher sagen, wir gehen auf die einen Mönch, der zum Wind Sonnenwende geboren wurde. Sie wandelt auf dem Pfad der Wächtergöttin Luana. Okay. Okay. Hadouken. Das große Archiv. Willkommen in dem großen Archiv, Abenteurer. Ich schätze, eure Neugier hat euch hergebracht. Zweifellos eine wichtige Eigenschaft. Nö, eigentlich nicht. Ich habe nur nachgeguckt von jemandem, der mir das empfohlen hat. Oder so. Ich bin der Archivar. Ein Unsterblicher und ein Alchemist. So unsterblich siehst du gar nicht aus. Oh, okay, er lebt noch. Doch, das wisst ihr vielleicht schon. Nee, hast mir erst gerade erzählt. Naja, schlimm. Nachdem ich Jahrtausende damit verbracht habe, die vielen Ereignisse in zahllosen Zeitleisten zu dokumentieren, kam ich her, um nachzudenken. Als ich über die Geschichte über diese Bücher und der Schriftrollen sinnierte, hatte ich jüngst eine Erleuchtung. Es scheint, dass ich in meiner Eile genau das übersah, was ich eigentlich finden wollte. Ich möchte daher eine besondere Geschichte aufgreifen, eine, die bezeugt werden muss. Und sollte die Nebel der Zeit eine leichte Änderung erlauben, denke ich, dass der einst dargebotene Hoffnungsstrahl aufleuchten könnte. Guck nicht so. Was guckst du? Also geht heute Nacht mit mir auf das wir gemeinsam eine Abenteuerlegende erkunden. Eine von Magie und List, von Freundschaft und Wunder. Doch vor allem eine des Heldentums. Eine, die, so glaube ich, wertvoller Einblick für die Suche nach einer Lösung für die Qualen der, was, Flashmancers bietet. Nun fühle ich mich bei all diesen Zeitleisten und ihren subtilen Variationen ein wenig verloren. Doch ich weiß genau, welcher der perfekte Ausgangspunkt ist. Mal sehen, was wir hier drinnen finden.
Ah ja. Unsere Geschichte beginnt in einer Welt, die der Flashmancer von Generationen aufsuchte. Dort verursachte er Chaos und hinterließ ein Mal, das immer noch wirkt. Irgendwo auf Evermist Island müssen sich zwei tapfere Kinder der Sonnenwende auf den Weg, um einen unsterblichen Geist zu treffen. Um zu Kriegern der Sonnenwende werden zu können, müssen sie lernen, wie man Magie nutzt, ohne sie einzusetzen. Was bringt denn eigentlich dann noch die Magie? Okay. Ich verstehe das nicht so ganz. Magie ohne sie einzusetzen. Gebirgspfad. Na bitte, wir haben den Gebirgspfad erreicht. So weit, so gut. Ein Glück, dass ich die Frau gewählt habe. Der älteste Nebel lebt hier also irgendwo. Hm? Denkst du, das ist eine weitere Prüfung? Könnte sein, aber besser als in den Akademie herumzusitzen. Um zu nähen? Ha, ja, ich bin wirklich froh, dass es das vorbei ist. Strengt euch an, denn der Wille, den ihr hineinwebt, wird eure einzige Verteidigung in Zeiten größter Not sein. Zwar mögen euch die Lektionen überflüssig erscheinen, doch etwas tief in euren Inneren ist es zu lernen gewöhnt. Okay. Charmant. Hey, die Sonne wird bald untergehen. Wir sollten langsam ein Lager errichten. Teilen wir uns auf und suchen nach einem guten Platz. Mhm. Zeit, sich mal umzusehen. Nichts wird mich aufhalten. Oh, geht schon gleich los. Oh, die Musik ist toll. Fetzig. Verwunden, okay. 12. Au. Okay, was ist das? Noch zwei Runden, okay. Sieht man eigentlich auch die Energie vom Gegner? Hm. Habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Prugavis hatte recht. Gegen die kämpft es sich. Also gegen die kämpft es sich schon leichter. Mal sehen, wohin das führt. Level up. Da, oh, ich kann ja hochspringen und laufen. Okay, da ist ein Lager. Okay. Okay. Angriff. Okay. Was ich halt immer noch nicht so richtig verstehe, wo die Leiste des Gegners ist. Okay. 18. Oh, zäher Typ, was? Versuchen wir das. Skill. Sichelbogen. Valerie, was gefunden? Nur eine Sackgasse, und du? Nichts Nennenswertes, aber der Weg hinauf führt bestimmt hier durch. Die Sonne geht unter. Komm rüber, ich mache ein Feuer. Komm sofort, hab schon Hunger auf Tomaten-Sandwich. Tomaten-Sandwich? Hört sich auch interessant an. Okay, Strickleiter ausgeführt. Nice. Gibt es denn irgendwie eine Taste? Fortsetzen, Spielanleitung. Okay. So, dann gehen wir wieder zurück. Ups, springen. Was ist das? Die Gravur ist abgenutzt, aber sie weist eindeutig auf den Brauch für Kinder der Sonnenwende hin. Der älteste des Nebels. Okay.
Also wenn ich jetzt hier auch noch auf Gegner treffe, dann weiß ich auch nicht. Was hat denn der denn für einen Weg eingeschlagen hier eigentlich? Eine Höhle. Da ist Gegner. Okay. Easy. Okay. 7-0-1. Das Problem ist, man... Was macht der denn für Bewegungen? Okay. Oh, was war das? Okay. Kann ich das öfters verwenden? Muss ich beim nächsten Gegner mal ausprobieren. Sprung, spring, spring, spring. Der schon wieder. Wieso kriege ich die ganzen Gegner eigentlich? Ah, nicht so lustig wie dein Gesicht. Was? Nicht so lustig wie dein Gesicht, als du zum ersten Mal einen Sonnenball zerschmetterten wolltest. Oh, ich höre den Direktor immer noch lachen. Wie gesagt, ob egal, ob ihr im Unterricht aufmerksam seid oder leichtsinnig die Schosse mit dem offenen Handflächen schlagt. Ihr werdet die erste Regel der Sonnenmagie lernen. Okay. Na gut, du hast gelernt. Oh ja, hier hat ein Versuch gereicht. Vermisst ihr die Zeit manchmal? Vor der Ausbildung einfach nur Kind sein, Tagträumen, in Schwierigkeit geraten. Und Fehler machen? Tut mir leid, Valera. Ich wollte nicht. Schon gut, ich verstehe, wieso er nicht mit uns kommen wollte. Nach allem, was passiert ist. Nur, was ist passiert? Er hätte sich verabschieden können, weißt du? Nach 10 Jahren ohne ihn, nur um zu wissen, dass es ihm gut geht. Ob und ob wir immer noch Freunde sind? Wieso mussten wir überhaupt so vorschnell sein? Ach, Karl. Karl! Vor 10 Jahren im Dorf Moncradle. Meine Waffe muss jedenfalls ordentlich reinhauen. Ich werde eine schnelle Waffe wählen. Gar, niemand wird uns aufhalten können. Denkt an all die Wunder, die wir finden werden, nachdem wir Evermist Island verlassen haben. Ich möchte den Schläfer sehen. Was ist das? Habt ihr noch nie von dem Schläfer gehört? In der Legende ist er eine Schlange, die seit einer Zeit, die noch nicht einmal vor fahrenden Historikern dokumentiert wurde, um einen Berg gewunden schläft. Gibt's nicht. Allerdings, und er ist wahnsinnig gefährlich. Aber keine Sorge, er wird nicht erwachen. Wieso nicht? Offenbar hat der Berg Löcher. Der Wind, der sie durchströmt, erzeugt eine Melodie, die ihn schlafen lässt. Wow, bist du schlau. Das würde ich auch gerne sehen. Klingeling, die Glocken. Erlina und Buzz Brookwaves sind zurück. Schnell, vielleicht können wir sie auch abfangen, ehe sie die Akademie betreten. Okay, was ist das hier? Speicherpunkt wird gespeichert. Schön.
Sonst gibt's hier nichts zum Einsammeln. Okay. Ich werde glaube ich kaum mehr Gegner finden. Was ist hier? Hallo Jugendlicher. Das Jünglinge. Spielt ihr wieder in dieser nur kleinen Höhle da unten? Die Musik ist toll. Diese Fettfrösche sind unsere Hauptnahrungsquelle. Es ist harte Arbeit, aber wenn wir täglich zusammen essen, erinnert mich wieder, dass es die Mühe wert ist. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ich hoffe, ihr steckt nicht wieder in Schwierigkeiten. Nö. Weißt du, so in diesem Spielstil, mit dieser Musik und alles drum dran, so ein Farmspiel oder so, das wird auch mal toll. Dass es halt auch mal Spaß macht und nicht immer so eintönig bleibt. Hat schon was, die Musik. So, gehen wir mal nach rechts. Hey, wartet. Da seid ihr ja. Spielt ihr wieder in eurem geheimen Versteck? Wir haben trainiert. Ich denke, ich kann jetzt Magie verwenden. Wirklich? Dann lass mal sehen. Oha. Komm näher, Zähl. Öffne deine Hand und konzentriere dich. Was ist mit dir, Valerie? Hast du auch trainiert? Jeden Tag. Ich wette, ich bin mittlerweile stärker als du. Da bin ich sicher. Komm schon her. Mhm. Ja, ja, ja. Okay. Das macht sie da. Wow, immer langsam. Wenn ich umkippe, kann ich den Direktor nichts berichten. So, der Hammerzähler. Du hast es geschafft. Krieg der Sonnenwende. Wenn ihr eure Pflichten als Babysitter erledigt habt, würde ich gern euren Bericht hören. Die sieht immer so komisch aus im Gesicht. So. Ich gucke keinen Bock drauf. Sofort, Direktor. Können wir mitkommen? Ihr wollt nicht wirklich in die Zenny Akademie, das könnt ihr mir glauben. Okay. Gehen wir, Burgraves. Oder wieder bezeichnet wird, ich weiß es doch nicht. Hey, der Vollmond steht am Himmel. Er hat recht. Wollt ihr wieder zum verbotenen Höhle gehen? Haben wir schon versucht. Ich kann sie nicht öffnen. Ja, aber letztens haben wir doch beschlossen, dass die Rune durch den Vollmond vielleicht feinfühliger wird. Er wird sich sicher funktionieren. Moriane wird beeindruckt sein und euch beide sofort in Ausbildung nehmen. Und dann dürfen wir diese Insel endlich verlassen. Was, wenn er sauer wird und unsere Ausbildung stattdessen aufschiebt? Nein, sicher nicht. Nun, das besprechen wir, nachdem ich sie geöffnet habe. Wenn ich sie öffne, meine ich. Alles gut, let's go. Moongrainer. Ich habe auch keinen Plan, wohin. Touchpad? Nee. Ich habe keinen Plan, wo ich hinlaufe. Bist du denn? Denk daran, Jünglinge. Die Himmelswinde waren ein Geschenk der großen Adlers. Behandelt sie stets respektvoll. Nein.
jetzt auch nochmal. Kann das sein, dass wir nach oben müssen? Wieso komme ich hier nicht runter? Achso. Vielleicht muss ich da lang. Ah, das ist die Weltkarte. Interessant. Verbotene Höhle. Speicherpunkt. Geschafft. Zeit für eine Snackpause. Was? Ich bin nicht hungrig. Hey, wir sind erst vor ein paar Minuten weg. Hört mal, ohne Snack auf der Reise ist doch kein echtes Abenteuer. Außerdem habe ich was Besonderes dabei. Hier. Sandwich. Wow, das ist echt gut. Ja, absolut. Freut mich, dass ihr das mögt. Es ist die Marmelade. Ich habe Harz von der Himmelswürde verwendet. Dafür bekommst du Schwierigkeiten. Nur wenn ihr es verratet. Okay. Also gut, wie funktioniert das? So wie Elina es mir gezeigt hat. Die Hand öffnen und konzentrieren. Du schaffst es, Valeria. Ich wusste es. Es funktioniert. Ich habe es geschafft. Ich habe es endlich geschafft. Und was jetzt? Der Direktor muss das Läuten der Glocke gehört haben. Sollen wir warten, bis er auftaucht? Gehen wir einfach rein. Das ist doch unser erstes Abenteuer. Ja, dann sieht der Direktor, dass wir keine Angst haben. Aufgeregt. Los, gehen wir. Verbotene Höhle. Warum wird sie wohl eine verbotene Höhle heißen? Ich hätte mal so schlau. Über Pilze, Kristalle. Gegner. Dort drüben sind Monster. Versteckt euch. Ich dachte, Evermist Island wäre sicher. Schätze, das geht nur für Mooncradle. Okay. Gehen wir lieber. Die sehen gefährlich aus. Ja, gute Idee. Das war wohl nichts. Achtung, da ist noch eines. Nicht gut, wir sind umzingelt. Vielleicht solltet ihr eure Kräfte einsetzen. Dazu sind wir nicht bereit. Ich weiß nicht, versuche es. Okay, ich konzentriere mich. Achtung, es bereitet irgendwas vor. Komm schon. Alia, Achtung. Ah. Nein. Go. Mein Auge. Es tut so weh. Ich sehe nichts. Es gibt keine Entkommen. Es will wieder angreifen. Ihr wart das also. Ups. So einfallsreich wie leichtsinnig, wie ich sehe. Direktor, Karl braucht Hilfe. Es fühlt sich besser an. Wie alle gewöhnlichen Kinder von Mooncradle sollte sich Karl nicht mit den Angelegenheiten der Krieger der Sonnenwende befassen müssen.
Es tut mir leid, Direktor. Das war meine Idee. Hey. Sei froh, dass dich diese Lektion bloß ein Auge gekostet hat, junger Freund. Was euch beide betrifft, so will ich eure Bitte nach Ausbildung gerne nachkommen. Folgt mir. Oh, hat sich doch gelohnt. Wir haben nur ein Auge verloren, also pff. Mehr brauchen wir doch nicht. Für was auch. Also hallo, also. Hallo? Kümmert euch um die Verwundeten und tröstet dieses arme Kind. Es beschwert sich zwar. Was? Er beschwert sich zwar nicht, aber bitte schickt nach mir, falls die Schmerzen zurückkehren. Okay. Verstanden, Direktor. Ich werde euren Freund für die lange Zeit nicht sehen. Falls ihr ihm noch was sagen möchtet, tut es jetzt. Ich. Kann er nicht mit uns kommen? Wie lang ist lange? Eine Woche? Ah, die jugendliche Ungeduld. Die Ausbildung von Kriegern der Sonnenwende dauert Jahre. Jahre? Gibt's nicht. Aber deine Freunde müssen noch viel lernen. Ich schlage vor, du nutzt die Zeit, um über die heutige Geschehnisse nachzudenken. Mit etwas Glück kommst du von Gedanken ab, eine Bürde tragen zu müssen, die nicht deine ist. Leute, vergisst mich nicht. Niemals. Wir werden hart trainieren, dann geht es vielleicht schneller vorbei. Nach oben? Ich dachte eher nach unten. Okay. Über den Wolken. Willkommen in der Zenit-Akademie. An diesem Ort der uralten Wissen werdet ihr alles erlernen, was wahre Krieger der Sonnenwende ausmacht. Wir haben schon so lange drauf gewartet. Wann beginnen wir? Morgen steht, denke ich, eine ordentliche Einführung an. Seht euch nur vor. Noch höher. Noch höher. Also noch höher geht's nicht. Willkommen im Klassenzimmer im Himmel. Wow, es ist wunderschön. Ich fühle eine seltsame Aura, genau wie damals, als ich die verbotene Höhle öffnete. Gut, dass dir das auffällt. Die Nähe zu den Sternen hilft neue Rekruten dabei, sich mit ihren inneren Magie vertraut zu machen. Es ist vielversprechend, dass du sie schon früher fühlen konntest. Zähl ging es gleich, wie Erlina mir erzählte. Ach, das war doch nur ein schwaches Gefühl. Sie haben keine Ahnung, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Vielleicht ist es besser so. Gut. Nun, in den vielen Jahren, die ihr an den Zenith-Akademie verbringen werdet, lernt ihr alles über die Pflichten der Krieger der Sonnenwende. Von der Magie, die euch das Schicksal gab, und dem Bösen, das sie läutern soll. Wir lernen auch, wie man kämpft, oder? Natürlich. Ihr werdet eure Tage mit Trainieren und Studieren, aber hauptsächlich mit Nähen verbringen. Haha. Nähen? Das klingt langweilig. Oh, ich versichere euch, das ist... Nicht so trotz ist es eine Pflichtaufgabe. Alle, die unser Orden beitreten, beginnen damit, ihre Willen in verzauberte Stücke Stoff einzuweben. Die Grundlage eines Krieges der Sonnenwende. Es handelt sich dabei um ihre wertvollsten Besitz.
Er garantiert den dunkelsten Orten Licht und bietet Schutz vor den Schergen des Flashmanagers. Doch erst müsst ihr von euren Pflichten lernen und trainieren, bis eure Muskeln brennen. Wenn eure Körper und euer Verstand schon reif sind, werdet ihr ein magisches Stück Stoff erschaffen, der selbst der Sterne würdig ist. Anschließend werdet ihr jenseits der verbotenen Höhle den Ältesten des Nebels treffen. Da nur er allein euch den Titel eines Kriegers der Sonnenwinde verleihen kann. Nee. Ich verstehe, dass ihr euch anders erhofft habt, doch fürs Erste ist es eure Aufgabe. Jahrelang nähen. Das wäre für heute alles. Gut. Ihr werdet viel Zeit in dieser Halle verbringen, also richtet euch hier gut ein. Links von euch befindet sich der Übungsraum. Dorthin begebt ihr euch morgens zuerst. Gleich dort oben befindet sich mein Gemächer. Natürlich ist es euch der Zutritt verboten. Und rechts von euch seht ihr die Schlafsäle. Sucht euch Betten aus, die mit eurer inneren Magie in Einklang stehen. Ihr könnt euch gerne umsehen und schlafen gehen, sobald ihr soweit seid. Gute Nacht. Okay. Training. Gemächer. Mhm. Mhm. Sieht mal interessant aus. Und hier haben wir einen Speicherpunkt und unten sind die Betten. Okay, also, da würde ich sagen, speichern wir erstmal hier. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge vielleicht wieder. Wenn es euch gefällt, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig. Super, das Klamotten. Bis jetzt. Melodie in der Stadt unten. Sehr schön. Kampfsystem. Kann man auch damit leben. Was wir halt noch nicht herausgefunden haben, wie man die Lebensenergiezeige der Gegner sieht. Das ist irgendwie noch offen. Aber ich denke mal, das wird vielleicht im Laufe des Spiels dann irgendwie noch beigebracht oder gezeigt. Denn es geht das große Training los. Nähen. Ne? Nähen bis zum Abwinken. Und ohne Nähmaschine, ne? Nur mit Nadel und Faden. Das kriegen wir hin. Und somit würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit. Wiederschauen, reinkommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Charisma 3000. Ciao.